Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einer neuen Folge. Ja, was wohl? Minecraft Feed the Beast. So, was ich heute mit euch machen möchte, ist Folgendes. Sorry, voll am Quietschen hier. Bin ja immer noch ein bisschen erkältet, von daher habe ich auch so ein bisschen so ein Piepen in der Stimme. Wir haben noch eine Axt, wir haben das. Wir müssten jetzt eigentlich mal gerade kurz an der Nase kratzen. Ich will nämlich jetzt noch ein paar Kühe haben für Leder. Hier können wir alles soweit laufen lassen. Wir haben ja gestern das dritte Solarpanel hier eingebaut. Und so gehen jetzt mal schauen, ob wir hier noch mal ein paar Kühe finden, so in der Nähe. Da schauen wir uns mal gerade hier hinten um. Ich weiß, oder waren die hier? Nee, ich glaube, die waren hier hinten, ne? Genau, ich springe mal eben hier so ein bisschen rüber. Und dann gucken wir uns mal an, ob wir da so ein paar Kühe finden. Wir brauchen nämlich Leder. Leder. Hier sind keine Kühe. Gehen wir mal ein Stückchen weiter ins Land hinein. War ich da hinten eigentlich schon bei dem Baum? Da haben wir Kühe und Schafe. Das ist super. Jetzt hat Leder da runtergefallen. So, Kühe und Schafe haben wir hier. Gucken wir mal, ob wir vielleicht noch ein paar mehr Kühe finden. Da ist noch eine Kuh. Da sind sogar zwei Kühe. Hier ist noch eine Kuh. Die stürzt sich auch schon direkt aus Verzweiflung in das Wasser. Und da ist das Leder hingeplumpst. So, und jetzt nehmen wir dich auch noch mit. Dass wir hier noch ein bisschen Leder zusammenkriegen heute. Die Schafe brauchen wir jetzt gerade nicht. Aber die Kühe hier wären hoch. Gerade voll geleckt, ey. Die Kuh wäre hier noch geil. Komm her, du geile Kuh. Boah, was die fliegt, ey. So, oh, und da hinten haben wir einen ganzen Teil Kühe. Da gehen wir mal gerade hin. Jetzt wird das schon wieder dunkel, oder was? Kann doch nicht sein. Ich bin doch gerade erst online gekommen. Wie kurz ist denn hier bitte schön Tag? So, du noch? Bleib stehen. So, und hier hinten ist doch bestimmt auch noch eine. Hier sind sogar noch zwei. Und eine ganze Menge Schafe. Aber Schafe brauchen wir jetzt aktuell erstmal nicht. Wir brauchen Leder. Jetzt gucke ich hier gerade nochmal rum, ob wir hier vielleicht noch Kühe haben. Ne, hier kommen die Schweine. Schwein brauche ich aber gerade nicht. Oh, und es wird extrem dunkel gerade. Wir gehen mal wieder zurück nach Hause. Was ist da hinten? Da hinten habe ich ein Dorf, ne? Und ich glaube, mir sind auch schon wieder irgendwelche Vertreter auf den Fersen, so wie ich das höre. Genau, hier hinten haben wir ein Dorf. Und da haben wir ein Zombelinchen. Gehst du vielleicht mal kaputt? Und wir haben hier noch eine Kuh. Juhu, Kuh. Bleib stehen. Danke, wir gucken hier mal gerade rein. Haben wir hier eigentlich schon ausgeraubt, was, sag schnell hier, Bücher und so angeht? Ich glaube ja, ich glaube hier waren wir schon und haben geguckt, ob hier Bücher drin sind. Hier ist noch eine Truhe drin, da waren wir glaube ich auch schon dran. Kupfer nehmen wir mal mit, Crowbar. Bronze Leggings brauchen wir gerade nicht.
Ich guck mal gerade hier den Enderman. Werde ich mal gerade fertig machen. Nicht in die Augen gucken. Komm. Kleiner Scheißer. So, hier hinten haben wir auch keine Bücherregale drin. Aber wir haben dann noch eine ganze Ecke Kühe. Natürlich bei den... Natürlich bei den Skeletten, ne? Das war wieder klar. Gucken wir erstmal, dass wir dich hier fertig machen. Und hoffen wir, dass das Skelett jetzt... Ja, kommt näher. So, dann haben wir dich auch schon mal. So, du noch. Ich hoffe, die Kuh bringt auch noch ein bisschen Leder. Ich muss auch irgendwann meine Kuhfarm aufmachen. Aber, können wir hier hoch? Ne, können wir nicht. Können wir hier hoch? Ja, können wir. Aber hier oben ist auch nichts, ne? Gehen wir auch direkt wieder runter. So, was haben wir denn hier noch? Habe ich hier noch irgendwie ein Haus? Da hinten ist noch eine Kuh. Ich habe hier aber auch... Da hinten ist noch ein großes Haus. Kann das sein, dass da noch was ist? Kann das sein, dass hier noch irgendwie was drin ist? Nee, keine Bücher. Möhrchen hat der hier drin. Und da sind noch Kühe. Die greifen uns auch mal gerade. So, und die Kuh? Nee, die nicht. Oh, da sind Creeper. Boah, ich bin hier umzingelt von Dingens. Wie viel Leder haben wir denn jetzt überhaupt? 12 Leder. Ja, mit 12 Leder können wir schon mal 12 Bücher machen. Und mit 12 Büchern können wir... ja, noch nicht so viel reißen, ne? Gehen wir nochmal eben hier weiter. Schwuppeln wir einmal um den Dings rum. Um den Creeper. In der Hoffnung, dass er uns nicht findet. Aber Spinne haben wir hier. Der Creeper ist am Baden, aber hier kommt gerade noch einer hoch. Super. Den nehmen wir mit. Dich nehmen wir mit. Was habe ich hier noch? Da ist noch ein Enderman. Hier haben wir auch noch eine Kuh. Mo, 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 mo. So, und hier haben wir noch eine Kuh. Wo ist das Leder hin? Haben wir das jetzt aufgefangen hier? Und hier, so Leder haben wir jetzt. Oh, wir haben wieder ein Shard of Minium, das ist super. Jetzt holen wir uns nochmal den Enderman ran, der da den Block geklaut hat. Ach, da ist er weg. Die Sau, da hinten ist er. Komm her. Batz. Wo ist der Enderman denn jetzt hin? Ach, da hinten. Wir gucken, ob ich vielleicht nicht noch irgendwas Schönes von dem Enderman kriege. Oh nein. Oh, lecko. Ist der bescheuert? Wenn ich mich jetzt pennen lege, ob die Sachen dann weg sind... Man wäre natürlich übel, ne? Wo bin ich denn jetzt überhaupt rumgelaufen? Ne, hier nicht. Hilfe, lass mich rein. Mach die Tür zu. Ich mach mal gerade, ich lege mich mal gerade pennen und werde das mal ausprobieren, ob das jetzt noch da hinten liegt.
So, wo war denn mein latest Death? Sehe ich den nicht? Den muss ich doch irgendwo sehen. Ich bin hier hinten rausgelaufen. Die sind hier alle lecker am Brennen. Die Jungs und Mädels. So, da haben wir noch ein Skelett. Hier haben wir auch noch was. Wir latschen hier mal gerade durch. So, und dann sind wir ja hier hinten weitergelaufen zu dem Dorf. War das hier weiter? Ne, da ist mein Home. Wo sind wir denn jetzt weitergelaufen? Ach, mein latest Death ist da hinten, ne? So, muss jetzt gerade mal schauen. Die Spinne tut mir ja, glaube ich, nichts mehr. So, latest Death müsste doch eigentlich hier sein. Hier an der Spalte entlang. So, dann hier hoch. Ah, da hinten ist es. Boah, 240 Meter. Hoffentlich liegen die Sachen jetzt noch da. Ich habe keinen Bock, dass ich das ganze Leder jetzt hier verschwindet habe. Bitte, bitte, bitte seid noch da, meine lieben Sachen. Und vor allen Dingen, dass ich jetzt durch das Pennen gehen nichts verloren habe. Das wäre natürlich noch blöder. Springen wir mal gerade hier hoch. Ah, nee, da liegt noch alles. Hui. Super. So, meine ganzen Sachen. Auch alles noch da, wie schön. Ich war ja jetzt auch nicht so vollgepackt. Aber zumindest habe ich all die schönen Sachen wieder. Mein Gott, dann liegt aber auch immer alles so verstreut hier in der Gegend rum. So, Minium Shard haben wir. Dann haben wir die Axt. Wir haben die. Die Axt haben wir. Wir haben den Bogen. Die kann hier hin. So, dann können die Leggings an, die Boots können an, der Kopfschutz kann an und die Iron Chest kann an. Das kann hier hin. Die Schaufel kann hier hin. Und dann können wir einmal alles sortieren. So, was haben wir denn jetzt als Ausbeute? Zwei Minium, a Shard of Minium haben wir. So, nach Hause ist hier rum. Haben wir denn hier noch irgendwo eine Kuh, die hier durch die Gegend streift, die wir noch mitnehmen können? Da hinten sind nochmal zwei Kühe. So, ah ja, genau. Und Karotten, ne? Essen wir uns erstmal voll. Und dann setze ich mich nochmal eben anders hin. Jetzt habe ich natürlich alle meine schönen Level verloren. Was natürlich ziemlich blöd ist. Aber gut. Die kriegen wir auch rucki-zucki wieder zusammen. Ich glaube, da hinten habe ich noch eine Kuh gesehen. Genau, da ist noch eine. Die haben wir direkt mit einem Schlag fertig gemacht. So, von dem Enderman haben wir natürlich nichts gekriegt, ne? Batz. So. Ich bin hier auch noch gar nicht so viel durch die Gegend gelaufen, fällt mir mal gerade auf. Ich guck mal eben, was hier so in der Wüste noch ist. Ob wir hier noch irgendwas Cooles sehen. Aber es gibt ja hier diese Wüstenblumen, ne? Ich glaube, da nehmen wir auch mal welche von mit. Genau die. Was ist das? Blaze Powder, genau.
Die nehmen wir auch noch mit. Da hinten habe ich auch noch welche gesehen. Und für die Bienenstöcke brauchen wir auch irgendwie ein spezielles Werkzeug, um die Bienenstöcke abzufarmen, weil so kriegen wir die, glaube ich, nicht abgefarmt. So, Blaze Powder nehmen wir mit und das nehmen wir auch mit. Weil das braucht man, glaube ich, irgendwann mal später. Ich weiß zwar nicht mehr genau wofür. Sand haben wir aber, glaube ich, auch noch genug, ne? Also genau, die Bienenstöcke hier, die müssen wir, die können wir nicht so abfarmen. Wenn wir die so abfarmen, dann kriegen wir noch irgendwie, keine Ahnung, irgendein, weiß ich, irgendein komisches Ding raus. Und wir brauchen da so ein spezielles Werkzeug. Das werden wir uns aber auch noch machen in der Zukunft. Ich wollte hier gerade nur mal eben schauen, ob es hier noch irgendwie vielleicht ein interessantes Ding zu entdecken gibt. Ich glaube es aber gerade nicht so. Will aber jetzt auch nicht zu lange. Ah, hier haben wir Öl, ne? Öl können wir, glaube ich, auch für unsere Geräte nutzen als Treibstoff. Springen wir hier noch mal ein bisschen durch die Weltgeschichte. Gucken wir mal hier oben, was hier so ist. Ist das irgendwas? Oder ist das nur so ein Klotz? Das ist nur ein Klotz. So. Kann man denn hier hinten noch was sehen? Nö, auch nicht, wa? Gucken, ob wir vielleicht hier irgendwie noch so ein geiles Dorf finden oder so. Vielleicht, wenn wir hier noch mal über die Sandbank hüpfen. Genau, hier ist so ein, da ist so ein Brunnen. Da unten drin ist, glaube ich, Gold. Da müssen wir aber aufpassen, dass wir da nirgendwo reinfliegen. Weil der wird, glaube ich, ausgelöst durch irgendeinen Mechanismus. Versuche mich mal eben da so ein bisschen durchzubauen. Das ist jetzt natürlich nicht so optimal hier mit dem Wasser. Mal eben, wo wir da hinkommen. Also, da ist Sand. Ich glaube, der Brunnen ist dann ziemlich. Na, lass mich. Ich weiß nicht genau, kommt da nicht oben irgendwie Lava raus oder sowas? Nee, glaube ich nicht, ne? Ich weiß nicht genau, ich glaube, da unten ist irgendwie Gold. Ja, ich weiß, ich muss auftauchen. Ich weiß das nicht mehr. Ups. Ach, jetzt habe ich hier natürlich voll das Leck produziert. Nee, ich glaube, da ist nichts. Egal, nehmen wir das Blaze Powder mit. Und verpissen uns wieder nach Hause. So, wo ist zu Hause? Da hinten ist zu Hause.
So, machen wir jetzt mal voran, dass wir hier flott heimkommen. Und nicht noch wieder in der Nacht von irgendwelchen Leuten überfallen werden. Und mit dem Öl müssen wir mal gucken, ob wir das Öl hier irgendwie abfarben können. Genau, Blaze Powder nehmen wir mit. Die Schweine brauchen wir jetzt gerade nicht. Und gehen dann hier rüber. Hier durch, durch den dunklen, dunklen Wald. Und schwimmen einmal hier rüber und dann sind wir auch schon wieder an unserer Hütte. Yippie-yay! Schweinebacke! So, 15 Blaze Powder haben wir. Und unsere Sticky Risins sind natürlich auch schön am Wachsen, unsere kleine Farm hier. Gehen, glaube ich, gerade mal hier hinten rum, weil da vorne sehe ich einen Creepy oder mehrere Creepies. Wir schleichen uns gerade mal hier an der Wand vorbei, weil hier ist echt viel los um unsere Hütte rum. So, rein da. Irgendwelche Besucher hier im Haus? Nein, keine. Perfekt. Dann Blaze Powder hier rein. Shard of Minium rein. Die Strings rein. Dann kann das Fleisch hier rein. Der ganze Scheiß kann hier rein. Crowbar, wo brauche ich die denn nochmal für? Weiß ich nicht. Dann den Sandstone und so tun wir mal hier rein. Gunpowder kann hier mit rein. So, jetzt haben wir wieder genug Leder. Genug Leder und wir haben ja immer noch Paper haben wir hier und hier haben wir auch ganz viel Paper. Alter Schwede. Da können wir ja ganz viele Bücher machen. So, 22 Bücher. Eins, zwei, drei. Okay, brauchen mehr Holz. Wir brauchen mehr Holz. Ein bisschen Holz holen. Oh, und ich muss unbedingt was futtern. Nur noch drei Dinger. So, 16 Bücher. Sag mal, willst du mich jetzt verarschen? Ich sollte das hier reinlegen, ne? 7 Bookshelves haben wir. Die gehen wir an. Ne, halt, erstmal was essen. Gehen wir jetzt oben mal direkt anbringen. Und dann machen wir für heute ein Päuselchen. Genau, hier jemand an der Festtafel am Sitzen? Nein. So, du kommst hier hin. Perfekt. Und dann können wir dich noch dahin stellen. Und was geht jetzt hier so? Ah, guck mal, wir können jetzt bis Level 30 verzaubern. Schön. Gehen aber noch mal runter. Irgendwie ist hier hinten, glaube ich, zu wenig Licht. Ich brauche noch mehr Fackeln. Kopper kann hier rein. Und das Holz kann hier mit rein. So. Tütülü. Jo, dann machen wir für heute eine Pause oder für jetzt eine Pause und sehen uns dann gleich wieder. Tschüss.